Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße alle anwesenden Journalisten hier vor Ort, die uns digital zugeschaltet sind, die Clubfans und natürlich unseren Cheftrainer Miro Klose. Und gemeinsam wollen wir jetzt einen Blick auf unser Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 werfen. Anschluss der Partie ist am Sonntagmittag um 13:30 Uhr und 1800 Clubfans werden uns begleiten. Dann würde ich sagen, übergebe ich an euch und wir starten. Marco Wertzinger für die Bild. Hallo, Herr Klose, Hallo. grüß Sie. Kasper Jandl gesperrt. Wir haben ja schon mal vorgestern darüber gesprochen. Sollen wir erstmal die Trainingseindrücke abwarten in den nächsten Tagen? Wer drängt sich denn auf für die Position? Wer sind so die Kandidaten? Viele haben sehr ordentlich trainiert, aber momentan die Nase vorn hat ganz klar Rafa Lubach, weil er auch das in den Spielen immer bestätigt hat, auch seine Torgefährlichkeit und das ist ein guter Kandidat, um zu beginnen. Gleich die direkte Nachfrage von Marco Wertzinger. Julian Lustmann ist jetzt auch ein paar Tage da. Da wollten Sie erst mal abwarten, die Testungen und so weiter, wie er in Form ist. Ist er schon ein klarer Startkandidat? Wird er am Sonntag von Anfang an spielen? Ja, wird sicherlich irgendwann der Fall sein. Ich will noch ein Gespräch mit ihm abwarten, auch selbst, wie er sich fühlt. Das ist mir auch immer wichtig, ein Feedback von den Spielern zu bekommen. Und dann, wenn wir morgen nach dem Abschlusstraining eine Entscheidung treffen, aber so wie es jetzt aussieht, wird er beginnen. Dann machen wir online weiter mit Fadi Keblawi für nn.de. Guten Tag. Sie haben unter der Woche mal gesagt, die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Schalke sei schlecht gewesen, die vor dem Spiel gegen Saarbrücken fantastisch. Wie war es denn diesmal und lassen sich da überhaupt irgendwelche Rückschlüsse draus ziehen, weil gewonnen wurden ja beide Spiele? Ja, das stimmt. Das ist ja auch mal wichtig, dass man die Spiele gewinnt. Aber für mich, um auch ein gutes Gefühl zu haben, ist die Trainingswoche unheimlich wichtig. Auch für Selbstvertrauen und von den Abläufen. Und die Woche war gemischt. Also ich war mit 3, 4 Einheiten sehr zufrieden und mit 2, 3 nicht so. Marco Wertzinger für die Bild. Personelle Nachfrage, wie ist der Stand bei Yannick Hoffmann? Der konnte ja zu Beginn der Woche nicht trainieren wegen muskulärer Probleme. Ja, wir haben gehofft, dass er morgen, gestern trainieren kann, aber war nicht der Fall. Und das wird auch morgen nicht der Fall sein. Deswegen kann der nicht mitreisen. Keblawi für nn.de. Weil Sie gerade das Selbstvertrauen angesprochen haben. Sie haben auch wieder unter der Woche gesagt, dass Sie sich viel mehr Dominanz wünschen auf dem Platz. Und Enrico Valentini hat gesagt, dass ihm so bei der Mannschaft in gewissen Momenten noch der Mut fehlt ins eigene Können vielleicht auch. Wie ändert man denn dann sowas? Das ist ja dann eher keine fußballtaktische Angelegenheit. Ja, indem man die Spieler halt in die Situation hineinversetzt. Ja, um ein Gefühl zu bekommen für den Spieler. Und das sind diese Einzelgespräche halt nötig. In welcher Form fühlt er sich unwohl? Ja, wenn man dem die Videos aufzeigt im Training und in den Freundschaftsspielen und in der Vorbereitung, dass er viel beweglicher, viel anders gespielt hat, auch gewissen Mut, da hat Enrico schon recht. Und das geht so ein bisschen verloren. Und obwohl es viele vergleichbare Situationen gibt, aber das ist für mich eine Kleinigkeit abzustellen. Ja, es gibt viel gravierende Sachen, bei einem Spieler, wo man viel und lange arbeiten muss, aber das ist eine Kleinigkeit. Wir bleiben online bei Klaus Bergmann für die dpa. Ja, hallo in die Runde. Herr Klose, Sie haben gerade Justmann schon angesprochen. Der war jetzt letzte Saison ausgeliehen dann an Darmstadt. Fußball hat ja immer viel so mit solchen Momenten zu tun. Da kommt einer zurück an den Ort. Wie stehen Sie denn zu solchen Sachen? Und die zweite Frage dann, Darmstadt abgestiegen, nicht gut gestartet. Ist es besser, auf so eine Mannschaft am Anfang zu treffen, weil sie vielleicht noch nicht alles wieder so umgestellt hat, wieder so im Rhythmus ist? Also zur Frage 1 weiß ich nicht, das wird viel an Julian liegen, wie er ins Spiel geht. Und ich glaube, er wird sich viele Gedanken machen, aber es wird auch an seiner Leistung liegen, wie er ins Spiel findet, weil ihn auch viele Spieler vielleicht noch kennen von dort. Und die zweite Frage war, das habe ich vergessen.
Die sind ja nicht so gut gestartet und Genau, nicht abgestiegen. gestartet. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil die wollen jetzt wieder Anschluss gewinnen mit einem Heimspiel. Und wenn man Düsseldorf und Paderborn in den ersten zwei Spielen hatte, sind jetzt keine kleinen Gegner. Da kann man auch mal ein Spiel verlieren. Aber bei uns wird wie so oft an uns selbst liegen. Ja, das ist das Entscheidende. Wie gut kriegen wir unseren Matchplan umgesetzt, damit wir Darmstadt dementsprechend auch zum Laufen bringen. Und ja, die haben eine körperlich sehr robuste Mannschaft, große Mannschaft. Viele Spieler gehen sofort bei Ballgewinn in unsere Richtung zum Tor. Das müssen wir dann viele solche Sachen wegverteidigen. Gibt es weitere Fragen? Julia Schmidt fürs Frankenfernsehen. Gibt es dann etwas, auf das Sie Ihr Team jetzt speziell in Bezug auf Darmstadt auf den nächsten Gegner konkret vorbereitet haben? Gab es da was? Ja, dass die eine robuste Mannschaft haben, die ist, wie ich es gerade betont habe, eine große Mannschaft, robuste Mannschaft, die viel Zweikampf liebt, auch Duelle liebt. Da müssen wir uns drauf einstellen und das war auch Fokus diese Woche. Ja. Fadi Keblawi für NNDE. Vielleicht habe ich es überhört, aber Danilo Suarez kann wieder ganz normal, konnte ganz normal trainieren und spielen. Ja, okay. Dazu hätte ich dann doch noch eine weitere Frage. Geht zwar noch eine Woche die Transferperiode, aber Sie haben auch angekündigt, es könnten noch ein, zwei Dinge passieren, aber so grundsätzlich ist ja jetzt wahrscheinlich die Mannschaft beisammen. Können Sie mal sagen, wie zufrieden Sie jetzt mit diesem Transfersommer sind? Ist das eine Mannschaft, mit der Sie arbeiten können? Ja, natürlich. Bin sehr zufrieden. Also ich glaube, unser Ziel, das, was wir wollten, doppelt besetzte Positionen, Konkurrenzkampf im Training, die Qualität im Training, die lässt aufblitzen, ja, und die sehen wir immer öfters. Und das macht einfach Spaß. Ja. Jetzt müssen wir es noch, wie ich es gerade betont habe, in den Spielen umsetzen, dass da auch eine gewisse Dynamik und Dominanz, drin ist. Dann bin ich mit dem Transferfenster sehr zufrieden. Ich schaue noch mal in die Runde. Ansonsten nutzen wir die verbleibende Zeit für zwei Mitgliederfragen. Julian Jusswan haben wir gerade schon angesprochen. Vielleicht können wir noch auf den Aspekt eingehen, der Lars interessiert. Auf welcher Position siehst du ihn denn am stärksten? Das ist auch eine Stärke von ihm, dass er Außenstürmer spielen kann, ja, aber auch im Mittelfeld spielen kann, fußverkehrt. Also da will ich ihn, so wie ich jetzt mit ihm besprochen habe, eine Zeit lang erstmal in Ruhe lassen, dass ich erstmal so sehe, wo bewegt er sich hin, was sind seine Räume, was ist so ein bisschen seine Schokoladenseite und dann gehen wir mehr ins Detail und führen Gespräche und bringen ihm bei, wie wir es ein bisschen haben wollen und ja. Das ist aber, er kann viele Positionen spielen, aber ich sehe ihn eher im Mittelfeld. Dann haben wir zum Abschluss noch eine Frage von Sascha. In der Saison 2002-2003 hast du mit dem FCK gegen Thorsten Lieberknecht gespielt. Hast du daran noch eine Erinnerung? Nein, an das Spiel jetzt tatsächlich nicht. Aber ich glaube, wir sind mit Bremen mal, haben wir erste Pokalrunde in Braunschweig gehabt. Und er hat, glaube ich, zwei Tore gemacht, wir haben 2-0 verloren. Also ich glaube, einen Tag davor verpflichtet worden und es war noch gar nicht klar, ob er spielen kann. Also ja, das Ja. ist, glaube ich, ein interessantes Spiel gewesen. Wunderbar, dann würde ich sagen, bedanken wir uns an dieser Stelle, wünschen euch allen einen schönen Nachmittag und freuen uns auf die Partie am Sonntag. Dankeschön. Danke auch.